Vor Start Me Up hatte jede Hochschule ihre eigene Gründungsberatung, aber sie haben nicht zusammengearbeitet. Wir haben nicht miteinander Gründungsförderung betrieben, obwohl wir ja eine Region sind, sondern wir haben im Wettbewerb, in einem gewissen Konkurrenzkampf auch zueinander hier Gründungsförderung isoliert betrieben. Und das war kein zielführender Ansatz. Und dann 2019 gab es eine Ausschreibung vom Bundeswirtschaftsministerium. Und da sagten die Gründungsberatungen und die Transferstellen, lass uns das machen. Es gibt eine Linie regional vernetzen. Und genau das wollen wir erreichen. Wir wollen mehr zusammenarbeiten zur Unterstützung der Startups. Die kurze Version der Geschichte ist, dass wir uns 2019, wir, das ist Christina Zinnecker von der THM, Monika Schumacher von der JLU, und ich vom MAFEX, von der UMR, dass wir uns in wenigen Telefonaten zusammen telefoniert haben. Eva Maria Aulich vom Forschungscampus war eine super Moderatorin und hat da auch toll uns zusammengeführt. Und nach wenigen Telefonaten war es klar, wir machen das gemeinsam. Durch unsere erfolgreichen Formate wie den Capital Contest und die Prototyping Rallye haben wir eben nicht nur neue Formate geschaffen, sondern auch unser Netzwerk vergrößert. Und wir sind bekannt geworden. Durch diese Bündelung unserer Angebote schafft das Sichtbarkeit. Sichtbarkeit auch von außen, dass zum Beispiel Gründungskapital in die Region angelockt wird, dass aber auch Know-how in der Region aktiviert wird, damit Startups auch das Know-how vorfinden, um im Markt groß werden zu können. Der Mehrwert von Start Me Up für die Justus-Liebig-Universität Gießen ist, dass wir auf die Kompetenzen und das Know-how der anderen beiden Hochschulen zurückgreifen können. Und darüber hinaus haben wir durch Start Me Up die Möglichkeit, als Hochschule den Gründenden auch mehr Angebote zu machen mit dem Qualifizierungsprogramm, der Prototyping Rallye und dem Capital Contest, was wir als Hochschule alleine so nicht stemmen können. Also die Erfolgsgeschichten von Start Me Up sind eigentlich alle Ausgründungen, die durch Start Me Up ermöglicht oder unterstützt wurden. Zum Beispiel könnte man nennen, aus der Prototyping Rallye ist Erovi entstanden. Das hat alles angefangen eigentlich in meiner Kellerwerkstatt. Ich habe irgendwann die Notwendigkeit gesehen, dass man Akkus viel, viel sinnvoller reparieren müsste. Dann hat meine Freundin mich darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Prototyping-Challenge gibt vom Start Me Up-Netzwerk und dass ich da unbedingt mitmachen muss. Aber auch der Capital Contest. Wir haben hier mehreren Startups ermöglicht, aus den unterschiedlichen Hochschulen einen Invest zu bekommen und dadurch wirklich tatsächlich erstmal Sachen zu entwickeln, zu testen, was aufzubauen. Die Netzwerkveranstaltungen von Start Me Up helfen uns in der Hinsicht, dass wir über diese Netzwerkevents natürlich dort auch Kontakte da sind, um mal abzuklopfen und zu horchen, was braucht die Branche, wer sind die Entscheider, und das hilft uns natürlich auch enorm. Ich finde, durch die Kooperation der drei Hochschulen hat man da auf jeden Fall nochmal ein größeres Netzwerkfeld, was man mit Start Me Up nutzen kann. Und das hat man in meinem Beispiel im Capital Contest sehr gut gemerkt, dass nicht nur Leute von der JLU vertreten waren, sondern ganz Mittelhessen. Und das hat es nochmal sehr, sehr viel spannender gemacht, einfach die Power von Mittelhessen zu nutzen und dann auch irgendwie raus nach Deutschland zu gehen, anstatt halt nur eine Universität einer Stadt. Wir haben gelernt, die Zusammenarbeit funktioniert. Das Ressourcenbündeln hilft uns weiter und wir sind zusammen viel schlagkräftiger als alleine. Start Me Up ist nur der erste Schritt jetzt in dieser gemeinsamen Kooperation im FCMH, auch von der Forschung und der Bildung jetzt in den Transfer zu gehen. Letztendlich schaffen wir damit einen Beitrag für ein Transferökosystem hier in Mittelhessen, das es sonst nur in großen Metropolen eigentlich geben kann. Die nachhaltige Wirkung von Start Me Up ist eben unsere Bekanntheit, nicht nur in Hessen, sondern auch darüber hinaus. Ein stetig wachsendes Netzwerk und unsere Formate bleiben erhalten. Wir sind ein nationaler Leuchtturm, vor allem für Verbünde, wie Hochschulen, Forschungseinrichtungen gemeinsam exzellente Gründungsförderung machen können. Wir haben Strahlkraft, national, international. Wir möchten Start Me Up dauerhaft erhalten und daran arbeiten wir gerade. Start Me Up ist unbedingt eine Erfolgsgeschichte und Start Me Up auch verbunden mit allen anderen Akteuren hier in der Region, Regionalmanagement zum Beispiel und den ganzen Unternehmen, bringt Mittelhessen sicherlich nach vorne.